Es gibt beim Kennenlernen einer Frau ein Zeitfenster, das darüber entscheidet, ob ihr nur Freunde werdet oder im Bett landet. In diesem Zeitfenster musst du sie berühren. Wie du das machst und wie du vom Berühren zum Küssen kommst, das erfährst du jetzt. Ich bin Andy Friday und wenn du Frauen flachlegen, einfach so in dein Bett kriegen und dahin manipulieren willst, dann bist du hier falsch. Dieser Kanal ist dann für dich, wenn dir etwas an einer tiefen Verbindung mit Frauen liegt. Und dazu gehört Sex selbstverständlich dazu. Wenn du noch nicht abonniert hast, dann mach das jetzt und klick auf die Glocke, wenn du echte Verführung lernen möchtest. Du kennst sicher das Gefühl, nach einem Date nach Hause zu kommen und es wieder zu bereuen, dass du sie nicht geküsst hast. Du denkst dir wahrscheinlich, verdammt, jetzt ist der Zug schon wieder abgefahren. Immer wieder mag ich Frauen, ich komme mit ihnen auf ein Date, aber es klappt einfach nicht. Wenn ich dir eine Sache nennen soll, die über den Ausgang deines Dates bestimmt, ob ihr miteinander schlafen werdet oder nur Freunde werdet, dann ist es das. Berührungen. Denn versteh Frauen nicht falsch, ich habe schon mit so vielen Mädels gesprochen, die ebenfalls nach einem Date mit einem Kerl nicht wussten, ob er sie mag. Er hat sich nicht getraut und dann wurde nichts daraus. Damit sie also unumstößlich weiß, dass du sie magst und nicht nur als Freund siehst, gibt es ein international anerkanntes Zeichen für gegenseitiges Interesse und das ist, dass du sie küsst. Und vor dem Küssen steht das Berühren. Die meisten Freunde berühren sich nicht auf eine so intime Art, wie es Pärchen oder Liebhaber tun. Freunde berühren sich nicht zart, streichelnd, sie küssen sich nicht und sie schlafen meistens auch nicht miteinander. Wenn du also mit ihr schlafen willst, dann musst du diese Mauer durchbrechen. Ich bin ein großer Unterstützer davon, mit vielen Frauen befreundet zu sein. Aber befreundet kannst du auch noch nach dem Sex sein. Wenn es richtig gut klickt, dann könnt ihr danach sogar zusammenkommen. Aber an allererster Stelle steht das Berühren. Verdammt, du kennst das. Wenn du diesen Moment hinauszögerst, dann gibt es am Ende des Dates immer diesen Augenblick, wo du nicht weißt, verdammt, soll ich sie jetzt küssen oder nicht? Aber die Wahrheit ist, auch da ist der Zug schon längst abgefahren. Ich weiß, du willst nicht einfach nur mit ihr schlafen. Ich weiß, du möchtest auch mit ihr eine tiefe Verbindung. Das finde ich klasse und das möchte ich auch. Aber damit du eine tiefe Verbindung mit ihr haben kannst, muss auch eine sexuelle Spannung zwischen euch herrschen. Denn eine tiefe Verbindung gibt es nicht nur auf der freundschaftlichen Ebene. Dann bleibt sie auch freundschaftlich. Sie muss auch auf einer sexuellen Ebene bestehen. Und damit sie auf einer sexuellen Ebene entstehen kann, musst du mit ihr schlafen. Um mit ihr zu schlafen, musst du sie berühren. Und wenn du nicht von Anfang an Wert darauf legst, sie zu berühren, dann wirst du zwangsweise am Ende immer wieder in diese beschissene, jetzt ist es auch zu spät, Lage kommen. Das bedeutet natürlich nicht, dass du sie übergriffig betatschen sollst. Aber da du bist und ich weiß, welchen Typ Frau ich anziehe und ich weiß, welcher Typ Mann dieses Video schaut, dann weiß ich auch, du berührst sie zu wenig. Schlicht und ergreifend zu wenig und viel zu spät. Zwei Dinge musst du wissen, damit ihr euch berührt. Erstens die richtigen Voraussetzungen und zweitens die richtigen Berührungen. Das Problem ist folgendes und ich nenne es das Du-Zuerst-Syndrom. Die über 30-Jährigen unter uns, die können sich vielleicht noch an den Moment erinnern, wo du mit einer Frau im Kino gesessen bist und dir gedacht hast, wann ist der richtige Moment, meinen Arm um sie zu legen. Diesen Quatsch, den hat sich natürlich Hollywood ausgedacht. Ich weiß es, ich habe nämlich in Hollywood gearbeitet. Aber in dieser Welt, in dieser echten Welt, in der wir leben, im 21. Jahrhundert, da gilt das nicht mehr. Dieses Szenario des Kinos war vielleicht noch in den 50er Jahren gang und gäbe in den USA, aber es ist heutzutage einfach nicht mehr der beste Ort, um eine Frau kennenzulernen. Und genauso wenig das Restaurant. Denn selbst wenn du mit ihr was essen warst, dann lass mich raten, dein Blick ist wahrscheinlich zwischen ihr, dem Teller und anderen Gästen hin und her geschwiffen. Du hast dich aufs Essen konzentriert, versucht irgendwie eine Verbindung mit ihr verbal aufzubauen, aber da war so eine Distanz zwischen euch, dass du sie kaum berühren konntest. Wie oft, wenn du ehrlich bist, hast du sie am Unterarm berührt, am Oberschenkel oder hast ihr ihre Haare aus dem Gesicht gestriffen? Gar nicht, oder? Verstehst du, solche Szenarien sind einfach die beschissensten Voraussetzungen für das, wofür sich das Date eigentlich lohnt. Euch näher zu kommen. Streiche also das Essen, streiche den Kinobesuch. Viel besser ist da ein gemeinsamer Spaziergang, vielleicht zu einem Café, zum Schlittschuhfahren, zum Zoo, zu einer Jazzbar oder einfach zu einem Mini-Picknick im Park mit einem Sixpack-Radler. Aber wie berührst du sie? Als kleine Exkursion. Vielleicht hast du das Video gesehen, in dem ich in 4 Sekunden eine fremde Frau auf der Straße küsse. Wenn nicht, erscheint jetzt ein kleines i in der rechten oberen Ecke dazu. Das ist ein unglaublich cooles Geheimnis. Du kannst im Grunde jede Berührung auf der Welt machen, solange du auf einer anderen Kommunikationsebene mit ihr sprichst. Beispiel, auf Kommunikationsebene 1, der verbalen, sagst du ihr, weißt du, ich finde bei manchen Menschen kann ich mich nach so kurzer Zeit gar nicht so sehr öffnen, wie ich bei dir das Gefühl habe. Auf Kommunikationsebene 2,
der Berührung nimmst du währenddessen einfach ihre Hand. Oder was ich ganz gerne bei einem Date im Café oder in einer Bar sage, wenn wir uns einfach zu weit weg voneinander befinden, dann nehme ich ihren Hocker und sage einfach so, wir sitzen hier ein bisschen zu weit weg voneinander, komm mal her. Und rück sie einfach ein Stückchen näher. Das geht mit Barhockern sogar überraschend einfach und du siehst damit immer direkt stärker aus, als du es vielleicht eigentlich bist. Da du währenddessen redest, wird sie diese Berührung oder diese Bewegung gar nicht wirklich wahrnehmen. Denn das ist der Effekt, wenn wir auf zwei Kanälen gleichzeitig kommunizieren. Das ist das Schöne daran und das erlaubt es dir, super einfach an jedem Step dieser Interaktion, an jedem Step dieses Kennenlernens, sie immer wieder mal zu berühren. Indem du währenddessen einfach das sagst, was du sowieso sagen wolltest. Eine Challenge für deinen Alltag, damit du beim Date schon perfekt gewappnet bist für diese Berührung. Jedes Mal, wenn ich einen neuen Gedanken gefasst habe und mich mit jemandem unterhalte, sei es Mann oder Frau, habe ich es mir zur Challenge gemacht, sie einfach anzutippen. Ja, wenn sie mir gegenüberstehen oder neben mir sitzen und ich unterhalte mich mit ihnen und es kommt bei mir einfach eine neue Idee, dann sage ich, oh, wusstest du? Ach, eins noch. So trainierst du dir an, dass Berührungen einfach ein natürlicher Teil deiner Kommunikation werden. Berührungen sind auf Dates normal und einfach zu machen, weil sie während dem Gespräch als zweite Kommunikationsebene einfach so passieren können. Küssen ist beim ersten Date ein Muss. Und zwar aus folgendem Grund. Ein Date kann etwas Wunderschönes sein, aber das ist es nicht automatisch. Das ganze Date ist nur für zwei Dinge da. Erstens, damit ihr gemeinsam euren emotionalen Zustand pusht. Das heißt, gemeinsam Spaß habt. Und zweitens, damit du sie testen kannst. Damit du sie auf den Prüfstand stellst, ob sie für eine Romanze, für eine Affäre, für eine Freundschaft oder für mehr als das in Frage kommt. Sie ist da, damit du herausfinden kannst, ob sie zu dir passt. Auf ein Date zu gehen, ist also ein Filtermechanismus, mit dem du herausfindest, welche Frau für dich in Frage kommt und welche nicht. Und nicht andersrum. Das kannst du durch gezielte Fragen machen, wie zum Beispiel mit Hilfe des Fragespiels, das ich dir hier verlinkt habe, aber auch indem du sie berührst und eure sexuelle Schwingung untereinander prüfst. Das heißt, um es ganz klipp und klar zu sagen, seid ihr beim Knutschen auf einer Wellenlänge. Denn jeder von uns hat schon mal einen Kuss gesehen, der daneben geht. Das sollte nicht passieren. Das ist die Kernfrage von Punkt 2. Darum musst du sie küssen. Scheißegal, wie tollpatschig, nicht im richtigen Augenblick oder geholpert und gestolpert das rüberkommt. Das Einzige, was zählt, ist, dass du es gemacht hast. Es braucht nicht den perfekten Augenblick für den ersten Kuss. Das ist ein Mythos. Der perfekte Augenblick, der entsteht danach, wenn sie sich an euren Kuss erinnert. Und gerade dann, wenn er ungeplant vorkommt, wenn er einfach so passiert ist, weil du es einfach jetzt machen musstest, dann wird sie sich an ihn besonders erinnern. Also lass die ganzen Hollywood-Vorstellungen, dass es unter Mondschein passieren muss oder irgendwie direkt vor dem Verabschieden. Du kannst dir sagen, eine Sache muss ich noch testen. Und ihren Kopf dann in deine Hand nehmen, auf ihre Lippen schauen und sie an dich ziehen. Oder du sagst, schließ mal deine Augen und küss sie einfach. Damals wusste meine Freundin ganz genau, dass ich sie küssen wollte, aber sie hat trotzdem mitgemacht. Oder du machst den Nicht-Kuss-Kuss, den ich dir hier verlinkt habe. Aber letztlich sind das alles nur Spielereien. Hauptsache du prüfst, ob ihr sexuell zueinander passt. Küssen, das kann verdammt Spaß machen. Und nun klären wir die Frage, wann soll ich sie denn küssen? Sagen wir mal, das Date geht 3 Stunden und in der ersten Stunde berührst du sie immer wieder mal ganz beiläufig. In der zweiten Stunde, da küsst du sie. Der Grund ist, weil du dann in der dritten und letzten Stunde das Ganze viel entspannter sehen kannst. Danach könnt ihr euch ganz locker über alles Mögliche unterhalten. Du weißt, da ist Anziehung da, sie hat auch ein gutes Gefühl und ihr könnt das Ganze ganz locker miteinander machen. Du kannst im Laufe des restlichen Abends, ja, in der letzten Stunde, sogar mit ihr Händchen halten, wenn ihr spazieren geht. Oder das Thema komplett wechseln. Es nimmt einfach den Druck raus. Damit hast du am Ende des Dates nie wieder diesen Moment, wo du dir denkst, verdammt, der Zug ist doch jetzt abgefahren. Wenn du es dir angewöhnst, bei deinen ersten Dates Frauen grundsätzlich zu küssen, dann wirst du bei den Frauen, bei denen es dir auch wirklich wichtig ist, einfach weniger Fehler machen. Es sind die Gewohnheiten, die uns zu dem Mann machen, der wir sind. Küsse eine Frau beim ersten Date grundsätzlich nach dem zweiten Drittel des Dates. Ich habe schon zu viele Männer gesehen, die einfach ihren Arsch nicht hochkriegen. Aber genau dafür sind wir im Coaching für dich da, um dir in den Arsch zu treten. Wenn du mit mir darüber sprechen möchtest, wie ich dir einen Leitfaden geben kann, die Frauen auch zu kriegen, die du willst,
dann melde dich zum kostenlosen Erstgespräch hier oben rechts. Küsse sie! Verdammt nochmal, keine Ausreden! Mein großes Ziel ist es, dieses Jahr 50.000 Abonnenten zu erreichen. Und ich weiß, das ist ein ziemlich hochgestochenes Ziel. Mal schauen, ob wir überhaupt in die Nähe davon kommen. Aber wenn ich auf dieses Video 300 Likes bekommen würde, dann wäre das ein ziemlich cooles, frühes Geburtstagsgeschenk. Und wenn du wissen möchtest, wie du sie schon beim ersten Kuss total verrückt nach dir machst, dann erkläre ich dir das. Und zwar in diesem Video.